Im Jahr 325 hatte das Konzil von Nikäa festgelegt, dass die vorösterliche Fastenzeit vom Aschermittwoch an 40 Tage zu dauern habe. Sonntage wurden dabei nicht mitgezählt. Fasten hieß damals eine einmalige Sättigung. Für viele Gläubige bedeutete dies Brotsuppe, Wasser und strikt kein Fleisch. Ein hartes Gebot. Mönche erklärten deshalb den Biber zu einem fischähnlichem Wassertier. Schon war er ein erlaubter Leckerbissen auf dem vorösterlichen Speiseplan. Biologisch sind Biber höhere Säugetiere und gehören zur Ordnung der Nagetiere. Sie sind die zweitgrößten lebenden Nagetiere der Erde. Es gibt zwei Arten, den europäischen Biber, auch eurasischer Biber genannt, und den kanadischen Biber. Der nordamerikanische Biber erreicht eine Gesamtlänge einschließlich des Schwanzes von 90 cm bis 1,20 m und eine typische Körpermasse von 17 bis 32 kg. Er wird 10 bis 12 Jahre alt. Der europäische Biber ist etwas kleiner und weist im Mittel eine Körpermasse von rund 18 kg auf. Das meist braune Fell des Bibers ist mit 230 Haaren pro Quadratmillimeter. Zum Vergleich, der Mensch hat bis zu 6 Haare je Quadratmillimeter, sehr dicht und schützt vor Nässe und Abkühlung. Der Pelz wird regelmäßig gereinigt und mit einem fetthaltigen Sekret, dem Bibergeil, gepflegt. Mit seinem spindelförmigen Körper, einem breiten, abgeplatteten, mit lederartiger Haut bedeckten und unbehaarten Schwanz, Kelle genannt, und dem Schwimmhäuten ist das Tier perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Die Kelle dient als Steuer beim Abtauchen, zur Temperaturregulation und als Fettdepot. Beim Tauchen werden Nase und Ohren verschlossen. So können Biber bis zu 20 Minuten unter Wasser bleiben. Biber leben monogam. Das Revier einer Biberfamilie, die aus dem Elternpaar und zwei Generationen von Jungtieren besteht, umfasst 1 bis 3 Kilometer Fließgewässerstrecke. Die Reviergrenzen werden mit Bibergeilen markiert und gegen Eindringlinge verteidigt. In der Biberburg leben die Altbiber mit bis zu 4 Jungen.
oft noch mit Jungtieren aus dem Vorjahr. Im Mai wird der behaarte und von Geburt an sehende Nachwuchs geboren. Davor müssen die vorjährigen Jungen den Bau verlassen haben. Der Biber ist ein reiner Pflanzenfresser. Er bevorzugt Kräuter, Sträucher, Wasserpflanzen und Laubbäume wie Espen, Erlen und Pappeln. Von den von ihm gefällten Bäumen verzehrt er die Zweige, die Astrinde und die Blätter. Eigentlich ist er jedoch ein pflanzlicher Allesfresser. Er ernährt sich auch von Gräsern und Schilf. Der Biber ist dämmerungs- und nachtaktiv. Die Biberbauten bestehen aus Wohnbauten und Biberdamm, teils ins ufernahe Erdreich gegraben, teils aus herbeigeschlepptem Baumaterial errichtet, lose abgenagte Äste, Zweige, Steine, Schlamm und durch den Biber gefällte Bäume bis zu einem Stammdurchmesser von 80 cm. Im Biberrevier befinden sich in der Regel 2 bis 4, manchmal bis zu 10 Wohnbaue unterschiedlichster Form. Der Eingang zum Wohnkessel ist immer unter dem Wasserspiegel. Der Wohnkessel selbst liegt über Wasser. Biber sind für ihre Dammbauten bekannt, mit denen sie Bäche aufstauen und sogar künstliche Teiche anlegen. Der Damm trägt primär dazu bei, einen Wasserstand über dem Eingang zum Wohnbau von möglichst 60 cm zu gewährleisten. Im Oderbruch leben ca. 3000 Biber. Das ist etwa die Hälfte der in Brandenburg lebenden Biber. Die Tiere sehen den größten eingedeichten Flussbauwerk Deutschlands mit seinen 1500 Kilometern größtenteils künstlicher Gewässer als Paradies an. Besonders wegen der Biberbauten in den Hochwasserschutzdeichen kann das gefährlich für den Menschen werden.